Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Situation in Syrien, Drucksache 19-6001. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 65 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 61 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessen arbeitet an bestmöglicher Bildung für alle Kinder in unserem Land, Drucksache 19-6002. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 66 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 61 aufgerufen werden. Müsste 46 sein. 46, da ist der Sprechzettel falsch. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Kollege Rudolph. So, dann möchte ich aufrufen den Top 46, Antrag der Fraktion der FDP betreffend bestmögliche Bildung für alle Kinder in Hessen, Drucksache 19-5958. Er wird aufgerufen, zusammen mit Top 66, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessen arbeitet an bestmöglicher Bildung für alle Kinder in unserem Land, die Drucksache 19-6002. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben Ihnen unseren Antrag vorgelegt zum Thema bestmögliche Bildung für alle Kinder in Hessen vorgelegt. Ich glaube, das ist in der Tat wichtig und notwendig, dass wir uns immer wieder mit dieser Frage, wie sieht es mit der Bildung, wie sieht es mit den Schulen in Hessen aus, beschäftigen. Das hat sich ja auch gerade wieder bestätigt. Das Thema ist für die Menschen in Hessen das Wichtigste im landespolitischen Bereich. Deswegen ist es gut, dass wir uns regelmäßig damit auseinandersetzen. Ich will anfangen mit einer sehr erfreulichen Nachricht, die ja auch noch ganz jung ist. 29. Januar, drei Tage her, ist es, dass die PISA-Sonderauswertung der OECD vorgelegt wurde mit dem Titel Erfolgsfaktor Resilienz, die die PISA-Daten noch einmal hinsichtlich dieser Fragestellung analysierte. Danach steht fest, und das ist das Erfreuliche, dass heute in Deutschland deutlich mehr Schülerinnen und Schüler trotz eines eher bildungsfernen Elternhauses solide Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften erwerben. Der Anteil dieser Schülerinnen und Schüler ist hierzulande im vergangenen Jahrzehnt so stark gewachsen wie in kaum einem anderen OECD-Land. Während es 2006 nur 25% waren, galten im Jahr 2015 dann schon 32,3% der sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schüler als resilient, waren also auf einem guten Weg zu Bildung und Lebenserfolg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine hervorragende Leistung unserer Lehrerinnen und Lehrer. Das muss man an dieser Stelle auch einmal hervorheben. Ich sage dann aber dazu, das ist kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen, sondern da gibt es noch sehr viel zu tun. Auf diesem Weg müssen wir weitergehen, und dazu bedarf es sehr vieler Veränderungen der Rahmenbedingungen. Ich fange einmal mit einem Thema an, das mich die Tage auch richtig gestört hat, geärgert hat. In der Zeitung stand es am 25. Januar. Sie erinnern sich noch daran, wir hatten das hier auch schon einmal thematisiert, dass ein von 43 der 70 Grundschulen im Schulamtsbezirk Gießen unterzeichneter Brief an das Kultusministerium zu der Situation an Grundschulen geschickt wurde. Das Kultusministerium hat inzwischen diesen Brief beantwortet mit drei Sätzen. Er hat mitgeteilt, unser Gesprächspartner ist der GEW-Landesverband. Das war dann die Antwort in der Sache. Meine Damen und Herren, so geht man mit Lehrerinnen und Lehrern nicht um. So kann man das nicht machen. Sie haben genug Apparat, um wenigstens einen Brief zu beantworten, wenn Sie schon nicht mit jedem reden können. Das Zweite ist der Umgang mit der Überlastungssituation an den Schulen, die uns immer wieder berichtet wird. Die Überlastungsanzeigen aus allen Bereichen häufen sich. Es werden immer mehr. Wir haben vorgeschlagen, um die Diskussion einmal zu objektivieren, dass wir die Arbeitsbelastung untersuchen lassen, dass wir sie einmal objektiv feststellen lassen. Warum lehnen Sie das ab?
Warum, wenn das alles nicht stimmt, was dort behauptet wird über Überlastung in den Schulen? Wovor haben Sie denn Angst? Vor welchen Erkenntnissen, die solche Untersuchungen bringen können? Haben Sie Angst, dass sich bestätigt, was berichtet wird, dass mehr und mehr Grundschullehrer ihre Arbeitszeit reduzieren auf 75% oder gar auf 66%, weil sie es schlichtweg nicht mehr schaffen, mit dem Pensum fertig zu werden bei voller Stundenzahl? Wovor haben Sie Angst, dass Sie das nicht untersuchen lassen wollen, dass Sie es einmal objektiv überprüfen? Vielleicht stellt sich ja dabei heraus, das stimmt alles gar nicht. Aber dann haben Sie Zahlen, mit denen Sie umgehen können. Nehmen wir das Thema Wochenstundenzahl an Grundschulen. Wir haben gerade die Übersicht der Kultusministerin, der Kulturministerkonferenz bekommen über die Wochenpflichtstunden in den einzelnen Bundesländern in den Grundschulen. Danach erhalten die Grundschüler in Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein die wenigsten Unterrichtsstunden in Deutschland. Pro Woche 92 Stunden für die Klassen 1 bis 4. Spitzenreiter Hamburg 108 Stunden, Bayern 104 Stunden, Saarland 102 Stunden. In der Hessenschau konnte man dann zur Kenntnis nehmen, dass das Ministerium damit argumentiert, der Wert habe keine Aussagekraft über Qualität und Erfolg von Bildung in Grundschulen. Es seien vielmehr viele zusätzliche Ressourcen nicht erfasst, die Hessen den Grundschulen zur Verfügung stellen. Der niedrige Wert bei den Pflichtstunden sei Beleg für eine moderne Schulgestaltung, die insbesondere Raum dafür lässt, sich auf die schnell wandelnde Situation in Gesellschaft und Schülerschaft einzustellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Hinweis ist zu kurz gesprungen. Der ist viel zu kurz gesprungen, denn da, wo kein Unterricht ist, da kann dann auch kein Unterricht gestaltet werden. Das ist eine relative Binsenweisheit. Und Betreuungsangebote am Nachmittag, auf die Sie offensichtlich abstellen, à la Pakt für den Nachmittag, ersetzen keinen Unterricht, sondern das sind Betreuungsangebote. Ich wünsche mir, dass solche Sachverhalte auch durch diese Koalition endlich wieder einmal wahrgenommen werden und wir uns gemeinsam um Verbesserungen bemühen. Das vermisse ich bei Ihnen. Sie leben nach dem Motto, entschuldigen Sie, wenn ich das so zitiere, aber das ist das, was mir dazu einfällt, die sprichwörtlichen drei Affen, die nach dem Motto leben, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Meine Damen und Herren, wir haben die neue Studie der Bertelsmann Stiftung zum Lehrermangel an Grundschulen. Auch da wird schlicht negiert. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob die Bertelsmann-Stiftung diesmal exakt richtig liegt oder vielleicht auch nicht. So genau stimmt das ja auch nicht. Und da gibt es auch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. Aber wenn die Bertelsmann-Stiftung zu dem Ergebnis kommt, dass uns 35.000 Lehrkräfte in den Grundschulen fehlen werden bis 2025, dann kommt es nicht darauf an, ob das 35.000 sind oder 25.000 oder 40.000. Dann kommt es darauf an, dass wir reagieren müssen, dass wir uns nicht zurücklehnen können und sagen, es ist alles gut. Die Überlastungssituation der Schulleitungen. Gutachten wurde Ihnen vorgelegt vom Verband der Oberstudiendirektoren. Wir haben das im Ausschuss intensiv diskutiert. Sie haben das Gutachten abqualifiziert. Das ist ja alles nicht aussagekräftig. Sie haben die Fakten, die dort niedergelegt sind, abgestritten. Wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir eine Anhörung. Dann hören wir uns einmal an, was in der Tat in den Schulen los ist. Die Anhörung haben Sie abgelehnt. Wovor haben Sie denn Angst, wenn doch angeblich alles in Ordnung ist? Wovor haben Sie Angst? Sie erinnern mich auch dort schon wieder an die zitierten drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Aber endlos schwätzen und das Paradies an die Wand malen, während die Realität an unseren Schulen ausgeblendet wird. Meine Damen und Herren, Probleme lösen Sie nicht dadurch, dass Sie sie wegzudiskutieren versuchen. Ihre Zahlen kann keiner mehr hören, der die Probleme in der Schule seines Kindes oder Enkelkindes wahrnehmen muss. Kommen wir zum anderen Thema, Beschulung der Geflüchteten. Wir haben große Anstrengungen unternommen, das will ich hier ausdrücklich festhalten, gemeinsam aufgesetzt. Das war immer unstreitig hier in diesem Hause. Die gute Vorbereitung durch Nicola Beer hat geholfen, dass wir dann auch schnell reagieren konnten. Und wir haben das gemeinsam weiterentwickelt. Das ging alles einen guten Weg. Aber was ist dann passiert? Seit anderthalb Jahren diskutieren wir das Thema hier immer wieder. Das Problem ist, Sie haben nach diesem guten Ansatz die Augen verschlossen und die Realität ausgeblendet. Sie bekommen es immer wieder zu hören, von den Schulen, von den Verbänden, sicher auch in Ihrem Flüchtlingsbeirat. Aber Sie negieren die Notwendigkeit. Die Angebote, die vorhandenen Angebote reichen nicht aus. Insbesondere die von Ihnen stur eingehaltene Altersgrenze bei InteA-Klassen, die Begrenzung der Sprachfördermaßnahmen auf 2 Jahre, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass Sie nicht den notwendigen Erfolg erzielen werden.
Die Länge solcher Maßnahmen muss sich am individuellen Bedarf bemessen. Und da wird jetzt immer deutlicher, das können im Einzelfall deutlich mehr als 2 Jahre sein. Das können auch einmal 4 Jahre sein. Es gibt dazu zahlreiche Zahlen, die wir an anderer Stelle sicherlich noch einmal diskutieren müssen. Aber auch da nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, aber endlos schwätzen. Bildungs- und Betreuungsangebote. Wir brauchen Bildungs- und Betreuungsangebote für alle Kinder, unabhängig von sozialer, kultureller und ethnischer Herkunft. Deshalb müssen die Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung deutlich ausgebaut werden, damit Kinder von Beginn an beste Chancen haben und Eltern wissen, dass ihre Kinder in den Kindertagesstätten und Schulen qualitativ hochwertig betreut und gefördert werden. Heterogenität in den Schulen, das überspringe ich jetzt einmal. Wir haben beim nächsten Tagesordnungspunkt ja noch einmal Gelegenheit, uns über Ihre Fehlansätze bei der Durchsetzung von Inklusion mit der Brechstange und anderem zu beschäftigen. Auch hier blenden Sie die Realität aus, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ich komme zurück auf das Thema Überlastung der Schulleitungen und komme dann auch zum Schluss. Wir haben, wie ich erwähnte, das im Schulausschuss schon einmal diskutiert. Sie haben uns im Schulausschuss mit Mehrheit erklärt, blind bleiben zu wollen. Wir geben Ihnen mit unserem Antrag der letzten Ziffer noch einmal die Möglichkeit, sich zu informieren, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, zum Erkenntnisgewinn für die Landesregierung. Und für Sie von der Koalition fordern wir die Durchführung einer Anhörung durch den KPA noch im ersten Halbjahr 2018 zum Themenkomplex Aufgabenanalyse und Arbeitszeitbelastungen von Schulleitungen. Ich frage erneut, vor welchen Erkenntnissen haben Sie Angst, dass Sie sich auch hier wieder so verhalten, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, aber endlos schwätzen? Danke, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner hat sich nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! Die Regierungskoalition arbeitet konsequent für bestmögliche Bildung unserer Kinder. Das tun wir erfolgreich. Und dieser Erfolg ist messbar. Herr Kollege Greilich, wir schwätzen nicht, wir handeln. Und vor allen Dingen haben wir keine Angst. Denn das, was wir tun, das kann sich sehen lassen. Unsere Rekordinvestitionen in die Bildung, unsere damit verbundene vorbildliche Ressourcenausstattung bundesweit und unser Verzicht auf bildungspolitische Strukturexperimente sorgen für Verlässlichkeit und Berechenbarkeit für unsere Schulgemeinden. Sie sorgen für perspektivische Lösungen der nachweislich da vorhandenen neuen Aufgaben. Das gehört auch dazu. Und sie schaffen passgenaue, optimale Rahmenbedingungen für die bestmögliche Bildung unserer Kinder. Die ist uns nämlich wichtig. Da setzen wir die absolute Priorität. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aussagen sind belegbar. Ganz aktuell ist ja nicht irgendjemand, sondern das ist schon eine Instanz, die ernst zu nehmen ist. Bundesfinanzbericht attestiert Hessen die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben im Bildungswesen von allen Flächenländern. Die höchsten Pro-Kopf-Ausbildungen für Bildung in allen Flächenländern. Kein anderes Bundesland so massiv Bildungsausgaben zugelegt, wie wir in den letzten Jahren unter dieser Koalition und unter CDU-geführter Landesregierung, meine Damen und Herren. Kein anderes Bundesland hält 105% Unterrichtsversorgung vor. Und am Wochenende hatten wir Gelegenheit, mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zu sprechen, der momentan damit befasst ist, SPD-verfehlte Arbeit dort wieder einzusammeln. Er hat gesagt, bis wir bei 105% sind, müssen wir zunächst einmal bei den Grundschulen anfangen. Und da arbeiten die momentan dran. Wir haben so viele Lehrer wie noch nie. Wir haben die beste Schüler-Lehrer-Relation, die es jemals in diesem Lande gab. Wir haben die kleinsten Klassen, die es jemals in diesem Lande gab. Wir haben die niedrigste Schulabbrecherquote von allen Bundesländern.
Wir haben die niedrigste Quote von ausländischen Schülerinnen und ausländischen Schülern ohne Schulabschluss. Und unsere bildungspolitischen Erfolge, verehrte Kolleginnen und Kollegen, tragen maßgeblich zu den guten Entwicklungen bei der PISA-Bewertung bei. Und diese Erfolge sind kein Zufall, sondern diese Erfolge sind Ergebnis von konsequenter und kontinuierlicher planvoller Arbeit. Ja, Hessen ist ein Spitzenland, gerade im Bildungsbereich. Deswegen noch einmal zum Mitschreiben. Das gucken wir uns jetzt einmal im Einzelnen an, wie weit wir da vorne liegen. Die Caritas-Studie aus dem Sommer 2017 attestiert, wie eben erwähnt, die niedrigste Schulabbrecherquote von allen Bundesländern gegen den Bundestrend, der nämlich von 5,7 auf 5,9 angestiegen ist, ging es in Hessen von 4,9 auf 4,1 runter. Da zeigt, wir machen vieles richtig. Und Schub heute bzw. Push wirken. Das sind Maßnahmen, die wir ganz konkret bildungspolitisch machen, und das kommt voran an. Reden wir über das Thema Lehrerversorgung. Ja, Herr Kollege Greilich, Sie können es vielleicht nicht mehr hören, aber wir lassen das nicht zu, dass Sie permanent ein falsches Bild stellen. Wir haben 53.000 Stellen, die ausfinanziert sind, und die sind auch besetzt, abgesehen von 50, weniger als 1 Promille. Weniger als 1 Promille. Jetzt vergleichen wir das einmal mit dem Großkonzern. Ein Großkonzern mit 60.000 Köpfen und 50.000 Stellen. Wenn da 50 Stellen mal nicht besetzt sind, da redet kein Mensch von, dann ist der Konzern arbeitsfähig. Und deswegen lassen wir uns diesen Erfolg nicht von Ihnen madig machen. Und räumen Sie bitte dort auf, wo Sie Selbstverantwortung mittragen, beispielsweise in Rheinland-Pfalz. Dort lobt die FDP, die SPD-Ministerin Stefanie Hubig für eine Unterrichtsversorgung von 98,6 Und, meine Damen und Herren, mit dem Doppelhaushalt werden wir auch in Zukunft den Erfolg, den wir nachweisen können, gewährleisten. Nachdem wir alleine in den Jahren 16 und 17 2.500 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen haben, kommen bis zum Ende der Legislaturperiode noch einmal 1.800 obendrauf. Das hat es so noch nicht gegeben, 4.300 Stellen in einer Legislaturperiode. Das ist wirklich ein Spitzenwert, da sind wir stolz drauf. Und damit das auch noch einmal klar ist, für die Grundunterrichtsversorgung, das bedeutet, dass die Stundentafel bedient werden kann, brauchen wir 39.000 Stellen. Wir halten 53.000 Stellen vor. Das bedeutet 14.000 Stellen, die genau passgenau auf die besonderen Herausforderungen entsprechend zugeschnitten sind, für Ganztag, für Inklusion, für Sozialindex, für Integration und alles, was es an Herausforderungen gibt. Und dessen nicht genug. Zum 1. Februar, heute am Tag, 400 sozialpädagogische Fachkräfte an die Grundschulen. Die Kommunen, die eigentlich Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind, die werden hier an der Stelle maßgeblich unterstützt. Und insofern läuft Ihr Antrag ins Leere. Das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, weil Sie stetig auf Dinge hinweisen, dass es in der Schulverwaltung so schwierig sei. Ich will einmal so deutlich sagen, wir haben die Schuldeputate hochgefahren, wir haben die Leitungsdeputate hochgefahren und die Leiterdeputate ebenfalls. Das bedeutet, dort haben Schulleitungen tatsächlich Spielraum, um zu manövrieren und dementsprechend auch Schule zu organisieren. Und auch da sind wir stolz drauf, meine Damen und Herren. Die Arbeit in Hessen, die ist enorm attraktiv. Ich darf zitieren aus der Zeitung Die Rheinpfalz. Lehrer wechseln in andere Bundesländer. Ich zitiere, vor allem im grenznahen Gebiet zu Hessen und Nordrhein-Westfalen gehe die Tendenz zur Abwanderung. Klaus-Peter Hammer, GEW. Hessen und Nordrhein-Westfalen zahlen eindeutig besser als Rheinland-Pfalz. Das gehört auch dazu. Dann kommen wir einmal, Herr Kollege Greilich, zur Lehrerausbildung. Bekanntlichermaßen
dauert so eine Lehrerausbildung, Universität plus Studienseminar 5 bis 7 Jahre. Die FDP hat an der Stelle offensichtlich Erinnerungslücke. Es war nämlich die damalige Ministerin Hensler, die 1.000 Referendarstellen pro Jahr einsparen wollte, nachzulesen in der Offenbach-Post, dpa-Meldung. Das ist der Hammer, das steht in der Zeitung. 2011, zitiere, da ab 2013 ein Rückgang der Schülerzahlen erwartet werde, sei vertretbar, dass künftig weniger Lehrer ausgebildet werden. Herr Kollege Hahn, ich kann doch nichts dazu. Das war die Freizeit. Also, ich bitte mal darauf hinzuweisen. Deswegen würden im November 2011 und 2012 500 Referendare weniger ausgebildet. Wer hat das verhindert? Die CDU hat es verhindert. Die CDU hat es verhindert. Unser ehemaliger Kollege Irmer hat damals gesagt, das ist mit uns nicht zu machen. Und aufgrund unserer Initiative, weil wir in die Speichen gegriffen haben, ist dieser Unsinn verhindert worden. Wir haben 4.800 Stellen im Referendariat. Wenn Sie das durchgesetzt hätten, hätten wir heute 3.500 Lehrer, in Summe weniger. Und das Ganze ist die Wahrheit. Das ist schlicht die Wahrheit. So. Und jetzt kommen wir noch einmal zu den guten Ratschlägen aus Gütersloh. Ich respektiere jede Studie, aber die Studie, die Sie eben zitiert haben, Herr Kollege Greilich, war im Jahre 2009 bei Bertelsmann noch eine andere. 2009 hat Bertelsmann nämlich deutlich sinkende Schülerzahlen prognostiziert. Und ich bin der Kultusministerin in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, sehr dankbar dafür, dass sie das deutlich sagt, dass offensichtlich auch Gütersloh hier und dort mal eine Entwicklung fehleinschätzt. Und wir werden auch in Zukunft da gut sein, meine Damen und Herren. Wir erhöhen nämlich die Studienkapazitäten. 50% für die Grund- und Förderschulen, das haben wir schon gemacht zum Wintersemester, 315 Plätze obendrauf. Im Doppelhaushalt 18/19 weitere 90 für Haupt- und Realschulen und auch für die Referendarstellen im Haupt- und Realschulbereich kommt etwas obendrauf. Frau Präsidentin, ich komme selbstverständlich zu Ende. So funktioniert planvolles und kluges schulpolitisches Handeln. Und deswegen alle Indikatoren, Bildungsetat, Pro-Kopf-Ausgaben, Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer, Schüler-Lehrer-Relation, Schüler ohne Abschluss und erteilte Unterrichtsstunden, das ist unter dieser Koalition nur mit Spitzenwerten versehen. Da sind wir froh darüber. Und wir werden die Bildungspolitik in diesem Haus Ihnen sicherlich nicht überlassen, denn wir haben einen Plan, wir haben einen Kompass, und den werden wir auch konsequent für gute Bildung und bestmögliche Karrierechancen für unseres wichtigstes Gut, nämlich unsere Kinder, fortsetzen, meine Damen und Herren. Ich habe ihn schon abgeschlossen. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Jetzt als nächster Redner spricht nun Kollege Degen von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin dem Vorredner noch einmal sehr dankbar, dass er doch deutlich gemacht hat, dass sich leider an der Situation, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, dass sich daran nichts geändert hat, dass man den Bezug zur Realität verloren hat, sich lediglich in Statistiken und irgendwelchen Zahlenwerten verliert, aber überhaupt keinen Bezug mehr hat zur schulischen Praxis in Hessen, meine Damen und Herren. Allzeithoch, Rekord, Spitzenwerte, ich habe es alles mitgeschrieben. Aber wenn man mal wirklich mit den Schulen vor Ort spricht, wenn man die vielen Überlastungsanzeigen ernst nimmt, die wir alle bekommen, dann kommt man doch zu einem anderen Ergebnis. Und das bestätigen ja auch wieder gerade das angesprochene Gutachten auch der Oberstudiendirektoren, dass es von den Lehrkräften im Klassenzimmer über die Schulleitungen bis hin zur Bildungsverwaltung an allen Enden und Ecken ächzt und die Leute wirklich vor Belastungen ja kaum mehr noch ihren Aufgaben nachkommen können, meine Damen und Herren.
Jetzt will ich aktuell, ich bin der FDP ja auch dankbar für diesen Setzpunkt, wo man einige grundlegende Fragen noch einmal klären kann. Zum Thema Lehrermangel, der gerade eben wieder vollkommen negiert wurde, der weggeredet wird. Aber die Realität sieht eben anders aus. Wir haben nicht nur 50 fehlende Lehrkräfte, meine Damen und Herren. Es waren auch zum Schuljahresbeginn schon mehr als 100, die gefehlt haben. Denn wir haben mehrere tausend Lehrkräfte in Hessen, die jetzt ja schon den ganzen Lehrerkräftemangel nur kaschieren, indem Laien geholt werden, indem Leute, die keine pädagogische Ausbildung haben, angestellt werden, besonders an Grund- und Förderschulen, meine Damen und Herren. Und das ist der eigentliche Skandal in diesem Land. Und auch zur Frage, was macht denn die Landesregierung? Sie aktivieren ein paar Pensionäre. Das ist ja noch ehrenwert, wenn die Damen und Herren das noch machen wollen. Aber die meisten antworten ja gar nicht. Die antworten, kommen gar nicht am Ende zum Vertrag, weil sie selbst schon ausgebrannt sind. Und die, die es machen, machen es mit ein paar Stunden. Aber damit wird dem eigentlichen Problem, dem Lehrermangel, doch gar nicht entgegnet. Das Programm für mehr Studienplätze, das haben wir schon vor über zwei Jahren gefordert. Damals haben Sie auch wieder alles schön geredet, alles wegnegiert. Und hätten Sie das einmal vorher gemacht, wären wir heute schon einen Schritt weiter. Das wird uns die nächsten Jahre erst einmal nicht weiterhelfen. Und auch das Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte ist ja nicht einmal nachgefragt wirklich bei den Grundschullehrkräften. Es hat ja nicht einmal wirklich jeder Gymnasiale, der Hauptrealschullehrer Lust, dieses Programm zu machen, weil sie die Arbeitsbedingungen so runtergefahren haben, von der Bezahlung angefangen, dass das keiner machen will. Und auch das wird kein Erfolgsprogramm sein, meine Damen und Herren. Was wir brauchen, um gerade den Mangel in Grundschulen zu begegnen, sind bessere Arbeitsbedingungen. Das ist ein Programm, das auch die Bertelsmann-Studie vorschlägt, zu schauen, dass wir doch die vielen Lehrkräfte, fast die Hälfte, die Teilzeit arbeiten, weil sie nämlich gesagt haben, bevor ich hier meinen Burnout am Ende habe, reduziere ich Stunden und verzichte auf Geld, dass wir durch mehr Arbeitsbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen hier den Leuten die Möglichkeit geben, Anreize schaffen, die wieder in die Vollzeit zu bringen, durch bessere Arbeitsbedingungen, durch mehr Entlastung, übrigens auch gerade im Bereich Grundschule perspektivisch mit A13, dann hätten wir eine echte Maßnahme, die gleich wirkt für mehr Lehrkräfte in Hessen. Ich habe das sehr gut gehört, was der Kollege Schwarz gesagt hat zu einem Unternehmen mit 60.000 Lehrkräften oder 60.000 Angestellten. Das sei ja alles gar nicht so schlimm. Erstens, das habe ich gerade widerlegt, es fehlen mehr, als Sie zugeben. Und zweitens, Herr Kollege Schwarz, ein Unternehmen mit 60.000 Lehrkräften, das wüsste, oder mit 60.000 Angestellten, das wüsste sehr wohl, wie die Krankheitstage Ihrer Lehrkräfte sind. Auch das, daran sieht man wunderbar, wunderbar, welche Bedeutung Sie den Lehrerinnen und Lehrern in Hessen beimessen. Der Minister hat keine Ahnung, null Ahnung, wie der Krankenstand seiner Lehrkräfte ist. Er hat null Ahnung, wie der Unterrichtsausfall in Hessen ist. Das ist die Grundkompetenz eines Kultusministeriums, zu wissen, wie der Unterrichtsausfall ist. Und er antwortet uns, das wird nicht. Das wird nicht statistisch erhoben. Dazu kann er uns nichts sagen, meine Damen und Herren. Und er weiß genauso wenig, welche Qualifikationen diese vielen, fast 6.000 Vertretungslehrkräfte an unseren Schulen haben, meine Damen und Herren. Bei bestem Willen, das ist kein verantwortungsvolles Ausüben eines Amts, meine Damen und Herren. Da werden wir ab dem 28. Oktober 2018 für bessere Bedingungen sorgen. Lassen Sie eine Zwischenfrage von Kollegen May zu. Von welchem Kollegen? Von Kollegen May. Ja, gerne. Ja. Lieber Kollege Degen, Sie haben von 6.000 Vertretungslehrern gesprochen. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie diese Zahlen vor kurzem erst abgefragt haben, dass dabei herauskam, dass mehr als die Hälfte der 4.000, so viel waren es wirklich, Pfarrerinnen und Pfarrer sind, die Religionsunterricht geben und von daher die Zahlen, die Sie hier in den Raum stellen, vielleicht etwas maßlos sind? Herr Kollege May, das ist keineswegs maßlos, weil diese Zahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2016/2017. Und diese Zahlen sind zum aktuellen Schuljahr, wo der Lehrermangel wirklich erst aufgetreten ist, sich wirklich erst gezeigt hat, deutlich gestiegen. Und wir reden auch nicht über die knapp 1.000 Fahrerinnen und Fahrer. Wir reden auch nicht über die Leute, die an beruflichen Schulen durch einen Praxisbezug mehr einbringen. Wir reden über Förderschulen und Grundschulen, wo uns auch der Diplomphysiker und der Diplombiologe kein bisschen was bringt.
Das sieht doch nicht nur die SPD so. Schauen Sie in die aktuelle Mitteilung des Verbands Bildung und Erziehung Hessen, der überschrieben ist mit der Meldung, die Personalplanung für die Schulen darf nicht länger im Blindflug geschehen. Meine Damen und Herren, so ist das der Fall. Sie haben hier versagt, als Landesregierung rechtzeitig für einen ordentlichen Lehrkräftenachwuchs zu sorgen. Meine Damen und Herren. Und das hat ja auch in der Tat die FDP mit ihrem Antrag wirklich hier gut dargestellt. Eben noch einmal die Statistik, dass Sie sich auf Statistiken beziehen, nicht auf die Realität. Dass hier einfach mit schönen Worten hantiert wird, dass Mogelpackungen auf den Weg gebracht werden. Auch eben ist gefallen das Beispiel der sozialpädagogischen Fachkräfte. Herr Kollege Schwarz, wenn die jetzt gestern wohl der Haushalt verabschiedet, wenn die heute schon eingestellt sind, Chapeau, Hut ab, wenn das so schnell funktioniert hat, da bin ich mal gespannt, ob Sie die wirklich auch alle finden werden, die das machen. Im Übrigen ist das deshalb eine Mogelpackung, weil Sie damit ja wieder, ich darf den Finanzminister zitieren, die eiermilchlegende Wollmilchsau produziert haben, die Schulsozialarbeit macht, die irgendwie bei der Inklusion jetzt hilft, die alles Mögliche leisten soll. Am Ende sind damit doch auch diese Menschen überfordert. Was wir brauchen, ist echte Schulsozialarbeit in Hessen. Natürlich muss die frühe Bildung gestärkt werden. Müssen. Auch das wundert mich bei der FDP ein wenig, aber was Sie schreiben, dass Sie ja auch hier die frühen Bildungs- und Betreuungsangebote eben nicht vom Einkommen abhängen dürfen, von der sozialen Herkunft, das ist ein gutes Plädoyer für gebührenfreie Kitas. Da gehen wir mit. Auch das finden wir sehr lohnenswert, meine Damen und Herren. Genauso muss es zu Qualitätsverbesserungen im Kita-Bereich kommen, aber eben auch an den Grundschulen. Und das hat der Kollege Greilich schon aufgegriffen. Wenn hier argumentiert wird, wir hätten so eine tolle Grundunterrichtsversorgung, meine Damen und Herren, Hessen ist für wahr im Grundschulbereich ganz hinten, was die Anzahl der Pflichtstunden für Schüler angeht, der Wochenstunden. Wenn ich natürlich von so einem niedrigen Niveau ausgehe, ist es auch leichter, die 100% oder am Ende 105% zu decken. Da ist mehr drin, meine Damen und Herren. Und schließlich noch zum Thema einfach Belastungen und gerade Schulleitungen. Wir finden die Initiative der FDP richtig. Wir haben selbst schon hier an dieser Stelle gefordert, dass wir eine Arbeitszeitstudie in Auftrag geben müssen. Das wäre dann war eine Aufforderung an die Landesregierung. Da wurde schon damals hat man die Augen verschlossen, weil man Angst hat vor allen Zahlen, die man nicht kontrollieren kann. Deswegen ist die Initiative, hier im Haus eine Anhörung durchzuführen, wo doch einfach mal eben die Schulleitungen, die Betroffenen uns darstellen können, warum sie sich so belastet fühlen. Das wäre eine ordentliche Herangehensweise hier für mehr Transparenz. Wir begründen diesen Vorschlag und begrüßen diesen ausdrücklich, meine Damen und Herren. Und schließlich ist es immer noch die Lehrerausbildung, wo hier die letzten Jahre sich nichts getan hat. Es gab kein neues Lehrerbildungsgesetz. Wir sind der Meinung, dass wir gerade wegen den vielen Herausforderungen, die unsere Lehrkräfte heutzutage zu stemmen haben, einfach deutlich mehr investieren müssen in die Lehrerausbildung, auch in die Fortbildung. Gerade bei Inklusion, gerade bei Umgang mit heterogenen Lerngruppen muss mehr getan werden. Wir sind der Meinung, dass die Studienzeit erhöht werden müsste, um all den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Das haben andere Bundesländer schon längst getan. Und auch das ist eine Maßnahme, die endlich angegangen werden muss, meine Damen und Herren. Wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, damit sich unsere Lehrkräfte wohlfühlen, unsere Schulleitungen, auch die Bildungsverwaltung, hier zu argumentieren. Das seien alles Anzeichen der Postmodernen und der Dienstordnung geregelt. Darüber haben wir schon gesprochen an dieser Stelle. Das ist alles andere als Wertschätzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meine Damen und Herren. Zum Schluss kann ich einfach feststellen, mit der aktuellen Regierungskreuz und Landesregierung werden wir hier nicht weiterkommen. Sie verlieren sich in Zahlen. Wir wollen endlich ab 2019 dafür sorgen, dass wieder an unseren Schulen gut gelernt werden kann, meine Damen und Herren, dass vor allem Menschen, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte ernst genommen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jede Plenarwoche wieder haben wir Gelegenheit, uns über Schulpolitik auszutauschen. Und die Versuchung liegt ja nahe, und die Vorredner sind ihr ja auch erlegen, das übliche bildungspolitische Schwarz-Weiß-Spiel zu machen und die üblichen Reden zu halten. Ich will es diesmal einfach mal ein bisschen anders versuchen. Weil ich weiß nicht, ob uns und unsere Schulen das übliche Schwarz-Weiß-Spiel wirklich weiterbringt. Ich würde sogar so weit gehen, das übliche Schwarz-Weiß-Spiel verstellt ein bisschen den Blick auf die eigentlichen Herausforderungen und führt dann bei einigen hier im Saal auch dazu, dass sie die falschen Konsequenzen ziehen. Wir können uns vorhalten, die Frage, wird in Bildung investiert, wird genug in Bildung investiert? Einige erzählen ja sogar, in Bildung würde gespart. Seit ich die Bildungspolitik beobachte, das sind jetzt so 30 Jahre, wurde noch nie an Bildung gespart, unabhängig davon, wer gerade die Regierung gestellt hat. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren eine permanente Entwicklung, dass mehr in unsere Schulen investiert wurde. Und es ist auch richtig, dass noch nie in den vergangenen 30 Jahren so viel innerhalb einer Legislaturperiode in Bildung investiert wurde und so viele Stellen geschaffen wurden wie in dieser Legislaturperiode. Aber das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass alle Probleme an den Schulen gelöst sind. Wer wollte das behaupten? Aber ich glaube, wenn wir bei diesem Schwarz-Weiß-Spiel stehen bleiben, die einen sagen so, die anderen sagen so, dass wir dann in der bildungspolitischen Debatte nicht weiterkommen. Und ich glaube, es hilft uns auch überhaupt nicht weiter, Herr Kollege Degen, wenn Sie zu Beginn Ihrer Rede die Landesregierung und die Sie tragenden Fraktionen dafür kritisieren, dass wir Statistiken zur Entwicklung des Schulsystems haben und vortragen, und zwei Minuten später Sie einfordern, dass wir neue und zusätzliche Statistiken brauchen, damit Sie eine Argumentation für Ihre Bildungspolitik haben. Am Ende wird uns das für die Lösung der Herausforderungen unserer Schulen überhaupt nicht weiterbringen, meine Damen und Herren. Und ja, wir können die 300. bildungspolitische Debatte führen, wo die Opposition über die 50 Stellen redet, die nicht besetzt sind, und die Vertreter der Regierungsfraktionen über die 50.000 Stellen reden, die besetzt sind. Ja, das ist es. Die einen reden über 50, wir reden über 50.000. Ich sage aber, ich glaube, es wird uns am Ende nicht weiterbringen. Weil schauen wir doch mal auf die Herausforderung. Im FDP-Antrag ist das Thema Lehrermangel angesprochen. Ja, es ist eine reale Herausforderung. Für die bringt uns aber die Frage, sind 50.000 Stellen besetzt und 50 nicht besetzt, erstmal nicht weiter. Sondern wir haben die reale Herausforderung. Und ja, jetzt können wir eine Debatte darüber führen, wer ist daran schuld. Und Kollege Schwarz hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Lehrer, die uns heute fehlen, vor 5 bis 7 Jahren hätten ausgebildet werden müssen oder ihre Ausbildung hätten beginnen müssen. Jetzt könnte ich sagen, das hätte eine FDP-Kultusministerin damit damals machen müssen. Das hilft aber doch keinen Mensch weiter. Sondern wir haben bundesweit einen Lehrermangel. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wir können so tun, und die Opposition kann weiter so tun und ihre alten Reden halten und sagen immer, wir brauchen mehr Stellen, mehr Stellen, mehr Stellen. Wir werden sie kurzfristig nicht haben, meine Damen und Herren. Wir werden sie kurzfristig nicht haben oder zumindest nicht in dem Ausmaße, wie es hier versprochen wird. Und dann ist es doch klug, nicht schwarz-weiß zu reden, nicht über Sachen zu reden, die keiner erfüllen kann, sondern darüber nachzudenken, wie gehen wir mit der Situation um? Wie unterstützen wir in einer Situation, wo wir bundesweit nicht genug Lehrerinnen und Lehrer haben, unsere Schulen? Und dann ist es wahnsinnig klug, aus der Not eine Tugend zu machen und endlich dafür zu sorgen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen durch andere Professionen, durch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und perspektivisch auch durch Verwaltungskräfte unterstützt wird. Dann ist es doch sinnvoll, in multiprofessionelle Teams zu gehen. Das ist pädagogisch richtig, und das ist auch das Einzige, was wir derzeit real tun können. Und im Übrigen ist es auch genau das, was wir jetzt machen mit den 700 Sozialpädagogen und Sozialpädagogen.
Wir können, Herr Kollege Degen, in einer Situation, wo uns bundesweit Lehrerinnen und Lehrer fehlen, die hohe Zahl oder die Zahl von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in unser Bildungssystem beklagen. Und Herr Kollege May hat in seiner Zwischenfrage ja schon darauf hingewiesen, dass von den 6.000 ein großer Teil Religionslehrer sind. Sagen wir einmal, es sind 3.000 oder 4.000, die kein zweites Staatsexamen haben. Ja, was ist denn Ihre Antwort? Sie beschreiben diesen Zustand, aber wir werden ihn kurzfristig nicht ändern können. Deshalb ist es doch richtig, dass wir Seiteneinsteiger qualifizieren, dass wir Seiteneinsteigerprogramme machen, dass wir Gymnasiallehrer anbieten, zuerst in der Grundschule zu unterrichten. Deshalb ist es doch richtig, die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen zu erhöhen, damit wir künftig wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer haben. Das alles machen wir doch. Und deshalb sage ich, wenn man schwarz-weiß diskutiert, verstellt es ein bisschen den Blick auf die eigentlichen Herausforderungen und vor allem auf Lösungen, die unseren Schulen tatsächlich helfen, meine Damen und Herren. Die FDP spricht die frühkindliche Bildung an in ihrem Antrag. Das ist der dritte Punkt. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, nicht jeder, der ihre Kinderschule und die Verschulung des dritten Kindergartenjahrs ablehnt, das ist ja ihr Konzept, nicht jeder, der das ablehnt, will nichts für die frühkindliche Bildung tun, sondern wir haben hier schlicht und ergreifend unterschiedliche Konzepte. Sie setzen auf die Kinderschule, also schon im dritten Kindergartenjahr alles möglichst schulisch ausrichten, und wir setzen auf den eigenen pädagogischen Ansatz des Kindergartens. Das ist der Unterschied, und ich glaube, unser Weg ist richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Wir können die alten Schwarz-Weiß-Debatten über Ganztagsangebote an unseren Schulen führen. Wir können das tun. Oder die Opposition könnte einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir beim Thema Ganztag kein Stellenproblem mehr haben. Kein Stellenproblem mehr haben. Ich wage die Prognose, wir werden zum kommenden Schuljahr die Situation haben, dass mehr Stellen für die Ganztagsschulentwicklung zur Verfügung stehen, als von den Schulträgern abgerufen werden. Wir haben kein Stellenproblem mehr, weil wir in den vergangenen Jahren erst unter einer FDP-Ministerin die Stellen verdoppelt haben und dann unter dem CDU-Minister und der schwarz-grünen Koalition die Stellen noch einmal verdoppelt haben für den Ganztagsschulbereich. Wir haben kein Stellenproblem mehr. Und auch der alte ideologische Streit, der in diesem Landtag von der Opposition immer aufgeführt wird, zwischen Pakt für den Nachmittag und Profil 3, zwischen gebundenen und offenen Ganztagsangeboten, den gibt es in der schulischen Realität nicht mehr. Alle Anträge von Schulträgern auf den Pakt für den Nachmittag werden genehmigt. Alle Anträge von Schulträgern auf Umwandlung einer Schule in eine gebundene Ganztagsschule nach Profil 3 werden genehmigt. Wir können die alten Rituale aufführen, aber es hilft keiner Schule irgendwie weiter, meine Damen und Herren. Lehrerausbildung. Spannendes Thema. Ja, wir brauchen eine Veränderung in der Lehrerausbildung. Ja, brauchen wir. Aber diese Regierungskoalition hat sich sehr bewusst entschieden, das in der aktuellen Situation nicht zu machen. In der aktuellen Situation nicht zu machen. Weil es geht im Moment darum, dass wir Quereinstieg qualifizieren. Es geht darum, dass wir Ausbildungskapazitäten an den Universitäten und in der zweiten Phase erhöhen, damit wir möglichst bald wieder genügend Lehrerinnen und Lehrer haben. Und in der Situation, wo das System so gefordert ist, tatsächlich genug Lehrerinnen und Lehrer zu bringen, haben wir gesagt, wir machen nicht auch noch eine grundsätzliche Reform in diesem Bereich, weil es dem Ziel, was ja hier immer gefordert wurde, möglichst schnell mehr Lehrerinnen und Lehrer zu haben, wahrscheinlich abträglich gewesen wäre. Sie sehen, wenn man nicht schwarz-weiß diskutiert, sondern sich mit den Problemen beschäftigt, dann kommt man auch zu Antworten, die tatsächlich etwas helfen, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Degen, wenn Sie fordern, die Lehrerausbildung müsste länger werden,
Das ist ja eine spannende bildungspolitische Debatte. Da gibt es viele Argumente, die dafür sprechen. Aber was nicht geht, Herr Kollege Degen, wenn man nicht schwarz-weiß diskutiert, kann man nicht in einem Atemzug, in einer Rede sagen, wir müssen so schnell wie möglich mehr Lehrerinnen und Lehrer haben und gleichzeitig die Verlängerung der Ausbildung fordern. Weil das wird nicht dazu führen, dass wir möglichst schnell mehr Lehrerinnen und Lehrer haben. Herr Kollege, also, meine Damen und Herren, vielleicht in der bildungspolitischen Debatte weniger schwarz-weiß und mehr anschauen, was sind die eigentlichen Probleme. Wir haben eine Menge getan. Aber ich glaube, es wird in der Bildungspolitik auch in den nächsten 30 Jahren so sein wie in den vergangenen 30 Jahren. Es bleibt eine Daueraufgabe, und wir müssen uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Wir wollen das tun, nicht mit Schwarz-Weiß-Denken, sondern mit Lösungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Das ist immer ein längerer Akt. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Greilich, das ist ja ein guter Anfang und ein guter Antrag. Wir unterstützen den auch weitgehend. Aber irgendwie fehlt mir der Glaube an eine nachhaltige Wandlung der FDP zur Bildungspartei. Tatsächlich scheint es mir eher logisch, dass das Thema Bildung in einer der großen Schwerpunkte im Landtagswahlkampf der FDP werden soll. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum auch nicht? Immerhin hat die FDP ja jahrelang das Kultusministerium besetzt. Aber genau aus dem Grund traue ich der Intention selbst dieses gut gemeinten Antrags einfach nicht. Denn natürlich stimmt es, dass Bildungspolitik engagiert und vorausschauend betrieben werden muss. Und natürlich ist es richtig, dass Lehrkräftemangel herrscht, besonders an den Grundschulen und den Berufsschulen auch. Aber Herr Greilich, das hat doch leider nicht alleine die schwarz-grüne Landesregierung zu verantworten. Das ist doch aus Ihrem Erbe entstanden. Denn hätte die damalige schwarz-gelbe Landesregierung so vorausschauend und problemorientiert gehandelt, wie Sie es hier ganz richtig einfordern, dann wären wir doch gar nicht erst an so einem Punkt angelangt. Die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt fehlen, hätten ihr Studium unter der Kultusministerin Beer beginnen müssen, unter einem FDP-geführten Kultusministerium. Und jetzt sagen Sie nicht, das hätte man ja nicht kommen sehen können. Das hat man nämlich kommen sehen. Seit DIE LINKE hier im Hessischen Landtag vertreten ist, fordern wir Jahr für Jahr neue Lehrerstellen, und Jahr für Jahr ist unsere Forderung abgelehnt worden. Hätte die schwarze Landesregierung sich damals dazu die schwarz-gelbe Landesregierung sich damals dazu durchgerungen, problemorientiert und vorausschauend über unsere Anträge abzustimmen, dann hätte es nicht so weit kommen müssen, dass Unterricht an Grundschulen ausfällt, und zwar in bedenklichem Maße, oder dass fachfremder Unterricht mittlerweile zum Alltag an den Schulen gehört. Und dann müssen auch jetzt nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um Rentnerinnen und Rentner und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit Crashkurs an die Schulen zu holen. So, und heute stellen Sie sich hier hin und fordern, dass die Beseitigung des Lehrermangels jetzt absolute Priorität haben muss. Ja, das muss oberste Priorität haben, aber das hätte auch in Ihrer Regierungszeit oberste Priorität haben müssen. Und da können Sie froh sein, Herr Greilich, dass sich die Leute in der Regel nicht an politische Ereignisse erinnern, wenn die einige Jahre zurücklegen. Und falls meine Rede bis jetzt den Eindruck erweckt hat, dass ich diese schwarz-grüne Landesregierung in Schutz nehmen möchte, dann ist das ein falscher Eindruck. Hat mir Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, gell? Denn Schwarz-Grün setzt fort, was Schwarz-Gelb zuvor angefangen hat. Allem voran die arrogante Ignoranz der Probleme an den hessischen Schulen. Genau. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, wenn Herr Schwarz hier zum tausendsten Mal runterleiert, es gehe in den hessischen Schulen so gut wie nie zuvor. Ja, so ein Unsinn, Herr Schwarz, reden Sie einmal mit den Lehrkräften und Schulleitungen, die werden Ihnen sagen, was wie nie zuvor ist.
nämlich die Belastungen, die zusätzlichen Aufgaben und das immer höher werdende Arbeitspensum. Und dann nützt auch nichts, wenn die Arbeitszeit einer Beamtin oder eines Beamten geringfügig verkürzt wird. Denn die tatsächlich geleistete Arbeit bemisst sich im Lehrerberuf längst nicht mehr an der vertraglich festgelegten Arbeitszeit, sondern an dem, was zu erledigen ist, damit der Betrieb läuft, damit jedes Kind individuell gefördert werden kann, damit Inklusion gelingt und damit Integration auch tatsächlich funktioniert. Und das wird ja auch noch heftiger werden, weil die jüngste erschienene Bertelsmann-Studie sieht ein Anwachsen des Lehrerbedarfs besonders in den Grundschulen bis 2025 vor, und zwar auf 35.000 Fehlstellen. Und Deutschland liegt in Hessen, also bekanntermaßen, also werden Sie sich da nicht wegducken können. Da reichen Ihre Aktivitäten nicht. Das ist nur ein Anfang. Das Kultusministerium hält die Belastungsanzeigen der Kolleginnen und Kollegen unter der Decke. Brandbriefe und Hilferufe werden in andauernder Arroganz ignoriert. Und wissen Sie, was dem Ganzen das i-Tüpfelchen aufsetzt? Dass der Opposition eine Landtagsanhörung verweigert wurde, die sich mit der Arbeitsbelastung der Schulleitungen auseinandersetzen soll. Stattdessen werden Studien kleingeredet, die eigentlich die Alarmglocken auslösen müssen. Und da rede ich nicht nur über das kleine Gutachten zur Arbeitsbelastung der hessischen Schulleitungen, das Sie so in Grund und Boden kritisiert haben. Ich rede hier auch und vor allem über die Studie aus Niedersachsen, die Grundlage für diesen Wunsch nach einer Anhörung war. Denn nichts, aber auch gar nichts weist darauf hin, dass hessische Schulleitungen weniger belastet wären als niedersächsische. Die beiden regierungstragenden Fraktionen widersprechen den Erkenntnissen der Studien zwar vehement, aber gleichzeitig weigern sie sich, die Schulleitungen und deren Vertretungen anzuhören. Sie täten wirklich gut daran, diese ablehnende Haltung eiligst noch einmal zu überdenken und wenigstens dem Punkt 7 des FDP-Antrags zuzustimmen. Das jedenfalls tun wir. Nicht zustimmen können wir allerdings bei dem Punkt 4. Wie so häufig bei FDP-Anträgen beginnt der Punkt 4 mit einer zutreffenden Analyse, die jedoch dann den falschen Weg einschlägt. Also, trotzdem müssen Sie mir eines erklären, Herr Lendrich und Herr Greilich, an welcher Stelle setzt die Landesregierung denn Inklusion mit der Brechstange durch? Also, es findet in Hessen doch nur eingeschränkt oder eigentlich auch kaum Inklusion statt, wie sie nach der UN-Konvention eigentlich umgesetzt werden müsste. Das sind doch, also nach über 30 Jahren Inklusionsbemühungen sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir Schwerpunktschulen schaffen für Kinder mit Behinderung. Natürlich, da haben sie Schulgesetze zugemacht. Und das Prinzip der örtlichen Schulbindung wird für Kinder mit Behinderung aufgehoben. Das war ja einmal so, dass sichergestellt wird, dass Kinder Grundschulen besuchen in ihrem Wohnbereich. Und jetzt was tun Sie jetzt mit dem Schulgesetz? Sie heben das für Grundschulkinder mit Förderbedarf auf und die müssen dann, können dann nicht mit ihren Freundinnen und Freunden in die zuständige Grundschule gehen, sondern sie müssen wegen der Inklusion, das muss man sich mal vorstellen, in eine andere Schule fahren, über Land am besten noch. Also selbst in Ihren Augen, werte FDP, kann das nicht als Inklusion verstanden werden. Und wir sagen, statt weniger Inklusion muss es wirklich als inklusiven Unterricht geben, der alle einschließt. Jetzt muss ich mal nach vorne gucken. Wissen Sie, Herr Wagner, wenn Sie sagen, das ist ein Schwarz-Weiß-Spiel, Sie tun dann so, als wäre die Diskussion über die Bildungspolitik oder die Kritik an Ihrer Bildungspolitik die Ursache, dass es die Probleme im bildungspolitischen Bereich nicht gelöst werden können. Mit Ihren Jubelvorträgen hier über irgendwelche Zahlen, die noch nicht einmal eine Bedarfsanalyse zugrunde liegt, da tragen Sie auch nichts zur Lösung der Probleme im bildungspolitischen Bereich bei. Sie kitten eigentlich die Probleme. Und dann haben Sie noch gesagt, Sie halten jetzt multiprofessionelle Teams, werden eingeführt und die halten Sie für notwendig. Ja, nein, die wären sogar notwendig gewesen, wenn genügend Grundschullehrer da sind. Das ist nichts, was dagegen gesetzt werden kann. Aber Sie haben es dagegen gesetzt. Das liegt an den Aufgaben der Schulen und nicht daran, dass zu wenig Grundschullehrer da sind. Es wird ja wirklich einmal Zeit, dass endlich einmal umgesetzt wird, was Sie hier immer erzählen.
nämlich dass sich am Kind orientiert wird und dass jedes Kind bestmöglich gefördert wird. Das muss ja mal irgendwann anfangen. Und dazu gehört aber auch, dass Pädagoginnen und Pädagogen ein gutes Arbeitsumfeld haben und dass sie nicht aufgrund von Überarbeitungen belastet und krank werden. Das hat der Herr Degen ja schon angesprochen. Sie wissen ja noch nicht einmal, wie das aussieht an den Grundschulen. Und den ganzen Aufgaben sollten Sie sich jetzt endlich einmal stellen. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lorz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer von uns würde nicht sofort unterschreiben, dass unsere Kinder natürlich die bestmögliche Bildung von Anfang an erhalten sollen, dass sie möglichst individuell in ihrer Entwicklung gefördert werden sollen, dass jeder Mensch – das ist übrigens für einen Christdemokraten eine zutiefst wertgebundene Überzeugung – in seiner Individualität seine ganz persönlichen Talente, Neigungen, Begabungen und Interessen möglichst gut soll entfalten können. Und ja, wer würde auch bestreiten wollen, dass es dafür, wie heißt es so schön in diesem Antrag, engagiertes, vorausschauendes und problemorientiertes Handeln braucht? Nur, meine Damen und Herren, nichts anderes tut diese Landesregierung. Das ist unser Geschäft von morgens bis abends. Und das, was Sie so verächtlich als statistische Daten bezeichnen, das ist in Wahrheit nur der zahlenmäßige Ausdruck der immensen Anstrengungen, die wir in den vergangenen Jahren bis 2014 ja sogar gemeinsam in der Bildungspolitik unternommen haben und deren Früchte die Schulen jetzt Tag für Tag in ihrer wichtigen Arbeit ernten können, meine Damen und Herren. Dabei liegen wir in den Zielen ja gar nicht weit auseinander. Und auch die Beschreibung der Herausforderungen, vor denen wir im Bildungssystem stehen, ist, wenn man einmal die Wahlkampfrhetorik herausnimmt, durchaus zutreffend. Nur, meine Damen und Herren, das wissen wir auch schon länger. Und darauf richten wir auch schon seit Jahren unser Handeln aus. Aber was Ihrem Antrag fehlt, ist irgendein halbwegs konkreter Vorschlag, was man denn sonst noch tun könnte. Ich wäre ja also schon ein bisschen länger her, komme ich aber gleich noch dazu. Ich wäre ja dankbar für irgendeine neue Idee. Ich maß mir auch nicht an, zu behaupten, wir wüssten schon alles und hätten schon alles ausprobiert. Aber wenn ein Antrag so ohne jede Substanz daherkommt, dann spricht das doch dafür, dass jenseits dessen, was wir sowieso schon tun, es vielleicht keine weiterführenden Ideen mehr gibt oder jedenfalls die Opposition keine hat, meine Damen und Herren. Und das können wir uns jetzt gerne anhand der einzelnen Punkte anschauen. Fangen wir bei der Herausforderung der Lehrkräftegewinnung an. Ja, natürlich hat das bei uns angesichts der gegebenen Situation absolute Priorität. Und wir machen dabei auch keine Abstriche an der Qualität, meine Damen und Herren. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als massenhaft Quereinsteiger ohne jede pädagogische Ausbildung an die Schule zu holen. Ich nenne nur das Beispiel Berlin, was mittlerweile erstaunlicherweise sogar die Bundesvorsitzende der GEW akzeptiert. Machen wir das in Hessen nicht. Wir arbeiten stattdessen mit umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen, und zwar für Menschen, die bereits eine Ausbildung als Pädagogen mitbringen, etwa für Gymnasiallehrer, die sich für den Einsatz in der Grundschule weiterqualifizieren, für Regelschullehrer, die eine zusätzliche Qualifikation als Sonderpädagogen erwerben, oder für Studienabsolventen anderer Lehrämter, die wir jetzt im Referendariat zu Grundschullehrern ausbilden. Und wir haben auch eine langfristige Lösung, denn schon jetzt haben wir die Zahl der Studienplätze für das Grund- und das Förderschullehramt, und darum geht es ja im Kern, an den hessischen Universitäten massiv erhöht. Und mit dem gestern verabschiedeten Haushalt werden sie noch weiter steigen, genauso wie die Kapazitäten im Referendariat für die Ausbildung von Lehrkräften im Haupt- und Realschulbereich. Und wenn daher beispielsweise die Bertelsmann-Stiftung, das muss ich jetzt dann doch wegen der Aktualität erwähnen, unter den üblichen Alarmrufen, ich meine, wie man das PR-mäßig richtig inszeniert, das wissen Sie ja schon, als bahnbrechende Idee zur kurzfristigen Gewinnung von Lehrkräften die Aufstockung von Teilzeitkräften und die Reaktivierung von Pensionären empfiehlt, dann kann ich nur sagen, schön, dass Sie das auch schon gemerkt haben. Klammer auf, die Prognosen der Bertelsmann-Stiftung von vor ein paar Jahren, wenn Sie das von vor fünf Jahren nehmen, das ist der Punkt, wo wir noch von der demografischen Rendite gesprochen haben, Frau Abg. Wissler, und da waren die Prognosen der Bertelsmann-Stiftung lagen genauso daneben wie alle anderen auch. Aber auf jeden Fall ist all das, was Sie vorschlagen, bei uns schon seit Jahren gelebte Praxis. Applaus
Also, meine Damen und Herren, zurück zum Antrag der FDP. Das Ziel ist klar, die Herausforderung existiert, aber diese Landesregierung handelt dazu schon lange, und weitere Ideen Fehlanzeigen. Wir sind uns auch einig über die bedeutende Rolle der frühkindlichen Bildung. Deswegen unterstützen wir die Träger seit Jahren bei der Sicherung und Entwicklung von Qualität in den Kitas. Ich verweise auf unseren Bildungs- und Erziehungsplan, ein absolutes Erfolgsmodell für die Kinder von 0 bis 10 Jahren. Und beispielsweise auch auf die Qualitätspauschale, mit der wir die Arbeit damit fördern und deren Erhöhung gerade hier im Landtag zur Beratung ansteht, auf der Basis eines Gesetzentwurfs der Regierungsfraktion. Und natürlich auch auf die Beitragsfreistellung für die gesamte Kindergartenzeit, mit der wir den Zugang zu Angeboten der frühkindlichen Bildung erheblich verbessern. Auch hier gilt, das Ziel ist klar, die Herausforderung existiert, aber diese Landesregierung handelt dazu schon lange und weitere Ideen Fehlanzeigen. Die Rahmenbedingungen für die Arbeit an unseren Schulen haben sich noch nie so sehr verbessert wie in dieser Legislaturperiode. Das haben wir schon im Zuge der Haushaltsberatungen festgestellt. 4.350 neue Lehrerstellen in 5 Jahren, das hat es so noch nie gegeben. Und jetzt frage ich, was sollte es denn Besseres an konkreten Unterstützungsmaßnahmen, weil Sie das einfordern, geben? Was sollte es Besseres geben, als den Personaleinsatz an unseren Schulen zu verstärken? Für die steigende Heterogenität in der Schülerschaft haben wir die sozial indizierte Lehrerzuweisung geschaffen. Das sind 540 Stellen bis jetzt und bringen, nachdem der Haushalt gestern dankenswerterweise verabschiedet worden ist, in diesem Jahr 700 sozialpädagogische Fachkräfte erstmals an die Schulen. Für die Ganztagsangebote, für die Integration von Seiteneinsteigern, für die Inklusion setzen wir jeweils etwa 2.500 Stellen ein, jenseits der Grundunterrichtsversorgung, über die 105% hinaus. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, welche konkrete Unterstützung, mal von dem berühmten, hier schon oft zitierten Metzgerspruch abgesehen, nachdem es natürlich immer noch etwas mehr sein dürfte, welche konkrete Unterstützung sollen wir denn sonst überhaupt noch gewähren? Auch hier erkennt man, das Ziel ist klar, die Herausforderung existiert. Aber die Landesregierung handelt dazu schon lange, und weitere Ideen haben sie nicht. Die Weiterbildung von Lehrkräften haben wir unter dem Dach der Lehrkräfteakademie, das ist eine der wesentlichen Funktionen der Gründung dieser Institution gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode, auf neue Füße gestellt und haben sie gezielt zuzüglich Sprachförderung und Lesen, Schreiben, Rechnen, aber ansonsten gezielt auf genau die Themen fokussiert, die Sie in Ihrem Antrag benennen. Und ja, natürlich werden wir auch über eine Reform der Lehrerausbildung in der ersten Phase reden, wenn das Praxissemester evaluiert ist, aber eben auch erst dann, meine Damen und Herren, damit wir dann auch eine vernünftige Entscheidungsgrundlage haben. Und zum Bürokratieabbau will ich nur darauf verweisen, dass so manche Anfrage aus diesem Hause den Schulen mehr Verwaltungsaufwand abverlangt als viele Erlasse des Kultusministeriums. Das Beispiel mit den Statistiken hat der Abg. Wagner hier schon angeführt. Und deswegen, meine Herren, meine Damen und Herren, Entschuldigung, kann man es eigentlich wirklich nur zusammenfassen. Ja, die Ziele sind klar, darüber sind wir uns auch weitgehend einig. Die Herausforderungen existieren, das wird auch niemand bestreiten wollen. Aber wir sind da schon ganz lange handelnd unterwegs, und weitere Ideen bringen Sie dafür leider nicht. Also lassen Sie uns doch einfach weiterarbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Nach meinen Informationen gehen beide Anträge in den KPA zur weiteren Beratung. Dann machen wir das so.